Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Practice Room. Heute der Target Swiss Point Nathan Espinel Black 80% Tungsten im Test, also im Gameplay. Zuallererst wird Florian ein 501 Double Out gegen den Scoyabot spielen und später mal ein Cricket. Ja. Hier wird Florian das Spiel anfangen gegen den Intermediate Bot. Und zuallererst ja, wird es uns freuen natürlich, wenn ihr 60. Das Video liked, das Video kommentiert und vor allem abonniert und somit auch keine weiteren Videos verpasst. 41. Dann gleich als Info, dieser Dart, der hier gespielt wird, 24 Gramm, wird 30. Wieder verlost, also kommentiert. Eine Woche geht dann das Gewinnspiel 100. Und die Person, die mit einem Herz markiert wird, hat den Dart, den jetzt hier Florian spielt, gewonnen. 41. So, dann schauen wir jetzt mal, wie das Spiel läuft. 36. Meine 40. 81. Ansonsten der Dart wie gewohnt in schwarz-roter Optik von Espinel. Diesmal 53. Ist der Grip ein bisschen anders da angeordnet. Ist eine matte Beschichtung. 140. 59. Oh, der Bot ist schon im Finish-Bereich. 32 Reste jetzt noch. Und Florian noch nicht im Finish-Bereich. Somit hat der Bot mindestens noch 6 Darts Zeit, um das erste Leg zu gewinnen. Und das wäre ein Break. Game shot. Ja, und das macht er auch. 1-0 für den Bot. Und das war das Break. Bei dem Cricket-Video dann wird Florian 100. Voraussichtlich seine Einschätzung zu diesem Dart sagen. 60. 60. 41. 40. Was ich natürlich sehr gut von Target finde, dass die ganzen 30. neuen Darts so gut wie in Swiss Point rauskommen. 22. Somit kann man ja schnell Spitzen wechseln, je nachdem auch, was für ein Grip die Spitzen haben sollen. 41. Oder ja, was ein wichtiges zum Beispiel zu Hause vielleicht glatte 64. Spitzen drauf haben, damit das Board ein bisschen geschont wird und dann. Ja, wenn man unterwegs ist, gegen andere Leute spielt oder vor allem halt Turniere oder so in der Liga, dann natürlich 70. Dann natürlich welche mit Grip oder 60. Die Darts nicht so schnell rausfallen. 85. Jetzt kommt Florian auf jeden Fall 45. Besser in das Spiel hinein. Okay, doch nicht. 42. Unzufrieden. Das sieht man an seinen Bewegungen. 45. Mal schauen, was er jetzt sich jetzt für einen Film stellen kann. Der zweite Dart ist in der Triple 20 oder der dritte geht in die 1 rein und kann sich somit kein zweiter Dart Finish stellen. 84. Und der Bot stellt sich top recht. 109 bei Florian. 90 und kann es nicht ausmachen. 53. Jetzt hat der Bot die Chance, 2-0 in Führung zu gehen. 30. Aber er trifft das Doppel nicht. You require 56. Ein 7, das ist bitter. So, Doppel 16. Game und shot. Und der ist drinnen.
Rule Break 1:1. Aber natürlich ist Florian nicht zufrieden mit seiner Leistung bisher. Da wissen wir, da kann er besser spielen. Aber natürlich auch hier, das ist wirklich das, der erste Test von dem 100. Dart. Also er hat vorher den Dart noch nicht gespielt, hat es dann gleich aufgenommen, damit wir es euch dann zeigen können. 85. Da war die Chance von Bot auf 180, aber dann war es in Anführungszeichen nur eine 140, wobei es dann die beste Aufnahme war bisher. Und hier eine 17 nur von Florian. 45. Da sind wir eigentlich Besseres gewohnt. Ja, wieder Ausreißer in die 1, in die 19. Und dann 74. Der letzte Dart, die Triple 18. Der war sehr wichtig, aber trotzdem hat der Bot einen großen Vorsprung und er macht ihn noch größer mit dieser Aufnahme. Ja, und so wie es ausschaut, wird jetzt dann der Bot wieder einen Break machen und dann 2:1 in Führung gehen. 36. Stellt sich 40 Rest. Ah, Triple 3, Triple 7, aber dazwischen soll es doch rein in die Triple 19. Aber da trifft es einfach nicht. Er trifft nicht die Zahlen, die er haben möchte. Und jetzt der Bot. 20. 40 Rest macht er nicht aus, hat noch 20 Rest. Aber Florian ist immer noch nicht im Finish-Bereich. 46. Game Shot. Ja, Game Shot, Endelec. Wieder ein Break und es steht 2:1 für den Bot. Wie schon im letzten Video angesprochen, das neueste Update hier mit den Koordinaten, mit den Live-Koordinaten, dass man wirklich genau sieht, wo der Bot hinwirft, wo man selber hinwirft, wo auch der Gegner, wenn man online spielt, 22. auch sieht, wo der hinwirft. Das ist richtig klasse. Und es wurde auch schon öfters die Frage gestellt, ist es nur bei der 95. Pro-Version bei Skoja? Nein, ist es auch bei der Home-Version. Die Software 100. ist immer die gleiche. Also wenn es ein Update gibt, dann ist es auf allen Systemen. 59. Und natürlich 41. kann auch immer mal fragen, zu den Zahlenringen. Skoja supportet und unterstützt offiziell nur den traditionellen Zahlenring. Es kann natürlich sein, dass jetzt auch hier der Zahlenring von Unicorn 45. funktioniert oder der von Windmau, der funktioniert auch, aber es ist nicht garantiert oder es können auch viel öfters Fehler passieren. 100. Hier jetzt bei Florian. Läuft es aktuell ziemlich 41. gut mit diesen Zahlenringen, aber wie gesagt, Skoja supportet nur den traditionellen Zahlenring. 94. Oh, schöner letzter Dart von Florian in die Triple 18 und hat jetzt endlich mal Vorsprung. 140. Und 64 Rest. You require 64. Ja. Knapp. Oh, er macht es trotzdem noch mal spannend. Ich dachte jetzt wirklich, dass er es ausmachen wird. 42. Da auch schön zu sehen. Hat es hier relativ nah am Sixer getroffen, der Bot. Und jetzt hier Doppel 8. Ja, der sitzt der zweite. Und es ist wieder ein Break. Es ist wieder ein Break. Ausgleich 2:2. Und wir gehen in den Decider. Weil der Modus hier ist Best of 5. Das heißt, wer als erstes 3 Legs gewonnen hat, gewinnt das Spiel. Florian wirft das Leg an. 100. Und diesmal darf es kein Break sein, weil sonst verliert er es. So, jetzt schöne Darts, beziehungsweise der zweite war schön. Der dritte natürlich nicht. 22. Oh, der Bot nutzt es auch nicht aus und wirft eine 22.
23. Hier sieht man wieder die Unzufriedenheit bei Florian. Mal schauen, 45. Was er sagen wird, woran es gelegen hat bei den Darts. 43. 64. Schön. Da wollte er, dass der Zweite auch noch in die Triple 20 geht. Reagiert kurz drauf und hat 143 Rest. Der Bot ist noch nicht im Finish-Bereich. Somit 6 Darts Zeit für Florian, das Match zu gewinnen. 57. 86 Rest. 60. Und jetzt ist der Bot auch im Finish-Bereich. 129. 18. Bullseye. 48. Und es ist die 12. Das wäre es gewesen. Ein Bullseye-Finish zum Match. Schade. 89. Stellt sich 40 Reste. Und jetzt hat Florian Druck. 38,19. Und der Game erste sitzt. Game Shot and Match. Florian gewinnt 3-2. Hier sehen wir wieder von Skuja die Heatmap. Wurfbild schon echt gut. Man sieht da leichte Ausreißer nach links. Average 56, Checkout 42%, ist natürlich echt gut. Aber vom Average her kann natürlich Florian besseres spielen. So, für mich ging es dann auch in der Runde Cricket noch rein. Ich wundere, wenn der Ton ein bisschen anders ist. Ich mache das Voice-Over vom Bodensee aus, wo ich gerade das Video schneide. Jetzt ging es erstmal ans Bullseye, also ans Voice-Over aufnehmen, geschnitten hat es natürlich Marcel. Ich habe leider Bulls nicht getroffen, der andere schon, also schauen wir mal. Also das ist das Cricket, wie man es von Skuja her kennt. Richtig cool auch jetzt mit dieser Koordinatenansicht und eben auch genau zu sehen, bei jedem Wort, mit dem Feedback, ob es denn ein Feld war, was man gebraucht hat oder eben nicht. Der Bot hat in dem Fall richtig krass losgelegt, jetzt hier auch wieder mit 9 Treffern gleich. Und ich hatte mit den Aspinall Darts immer so ein bisschen das, boah, es ist so, ich weiß nicht, es ist nicht mein Dart einfach. Ich habe das Standard-Setup gespielt, erinnert so ein bisschen an die Winmar, Gott, wie war das, Ted Hanke Darts. Auch von der Spitze vorne mit dem glänzenden Bereich im Hintergrund. Und ja, also es war nicht so wirklich meine Barrel-Form, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Barrel-Grip aber dagegen fühlte sich sehr angenehm an, mit diesem durchgängigen, scharfkantigen Ring-Grip. Richtig cool. Auch die Form ist ja so gehalten wie bei den typischen Aspinall Darts. Hier habe ich wunderschön auf die 17 gespielt und ja, hätte natürlich so schön 7 Treffer gemacht, aber ja, war dann wohl schon zu. Hat man nicht aufgepasst. Das ist natürlich tödlich bei Cricket. Man sieht, der Bot legt los ohne Ende. Swiss Point haben die Darts. Ich habe mit den Standardspitzen gespielt und dann noch versucht, mit Bull was zu retten. Die Beschichtung ist matt, so ein bisschen wie bei den Yoko Darts. Hatte aber auch schon erste Macken drin nach diesem Gameplay. Also die ist nicht ultra haltbar, sieht aber dennoch sehr, sehr schön aus. Auch gerade mit diesen silbernen Highlights ganz am Ende des Barrels. Auch hier so, ich kam nicht so wirklich ins Spiel rein, hatte dann teilweise Darts, die zu tief waren, die ein bisschen weggerutscht sind und der Bot war absolut gnadenlos. Meine einzige Chance war dann noch über Bullseye was zu retten, indem ich irgendwie genug Punkte sammle. Hatte dann auch jetzt in dem Fall wirklich mal 75 Punkte, das hat gut funktioniert, die Aufnahme. Aber es hat am Ende halt einfach nicht gereicht, weil der Bot so stark war. Er verpasst zwar hier nochmal Bullseye. Ich versuche weiter auf Bull zu spielen, um noch mehr Punkte zu kriegen. Treff wieder einige Bullseyes, wieder 3 Stück. Und jetzt hat er halt trotzdem 3 Punkte mehr. Und das reicht halt beim Cricket auch leider schon aus, dass wenn er jetzt noch einen Bull trifft, kann ich nicht mehr scoren. Ich müsste jetzt mindestens einen Bull treffen und da war der Druck dann da. Und da merkt man dann, dass die Darts nicht zu einem passen, weil einfach dann dieses letzte bisschen fehlt. Ich ärgere mich. Und jetzt brauchst du noch einen Bullseye, um das Spiel zu gewinnen. Er trifft sogar das Doppel-Bullseye und das war's. Ich probiere es trotzdem nochmal, aber ja, die Luke Littler Darts waren bei dem Launch doch eher mir gelegen. Und ja, das sind dann die Endergebnisse. Ihr seht's, mega gut der Gegner und auch von den Markings her fast doppelt so viele. Krass, das war's mit dem Gameplay zu den neuen Aspinall Darts. Viel Spaß damit, vielen Dank fürs heute Zusehen und bis bald.